Am 1. April 1920 entstehen aus 8 Länderbahnen die deutschen Reichseisenbahnen. Ab 1921 wird der Name Deutsche Reichsbahn verwendet. Mit der Gründung der Deutschen Reichsbahngesellschaft im Jahre 1924 beginnt dann die Zeit der Staatsbahn. In historischen Bildern zeichnen wir die Geschichte nach. Die Übergangszeit, Länderbauarten, Einheitsloks, Schnellverkehr, die Kriegs- und Nachkriegszeit und die Trennung in Ost und West. Im Osten bleibt der Name Deutsche Reichsbahn wegen der Betriebsrechte in West-Berlin erhalten. In vielen alten Szenen ab Ende der 40er Jahre wird die Entwicklung in der ehemaligen DDR gezeigt, bis hin zur Vereinigung beider Bahnverwaltungen im Jahre 1994. Erleben Sie ein Kapitel deutscher Bahngeschichte mit ihren Höhen und Tiefen. Geprägt von Kriegen, Holocaust, Zerstörungen, Teilung und Wiedervereinigung. Laufzeit 58 Minuten.